Diese glitzernde Halbkugel ist eine edle Tischdekoration. Das Bastelwerk habe ich hier auf einer Tortenplatte dekoriert. Die großen Perlen gibt es im Handel auch im Goldton. Schaut einmal, was euch besser gefällt. Viel Spaß beim Nachbasteln. Für die Bastelarbeit braucht ihr jetzt folgende Materialien. Ich habe hier von einer Styroporkugel die Hälfte genommen, also muss die zum Öffnen sein. Diese Kugel hat einen Durchmesser von 20 cm. Also ich brauche nur die Hälfte davon. Dann habe ich hier Tortenspitzen, die habe ich von Duni, die haben einen Durchmesser von 17 cm. Dann weiterhin ein Vogel mit einer schönen Feder, ein Silberdraht, ein Klebestift, dann eine Schere, eine Aluminiumfolie. Hier habe ich Weihnachtskugeln mit einem Durchmesser von 2 cm und dicke Perlengirlanden, die habe ich beim Depot gekauft. Da brauche ich 3 Packungen. Und der Heißkleber darf natürlich nicht fehlen. Bei der Styroporkugel ist das so, dass hier oft, wie ihr seht, so noch Erhöhungen sind. Die kommt, wenn ich die Kugel zusammenstecke, sind die halt da. Damit das hier schön flach wird, trenne ich dieses ab. Das geht am besten einfach mit einer Schere. Oh, das Geräusch kann man nicht so gut haben. So, auf dieser Seite auch noch. So, dann habe ich hier eine gerade Fläche. Dann nehme ich den Klebestift und streiche die Kugel da vollständig mit ein. Das mache ich hier mal so zacki, zacki, zacki. Den Rand streiche ich auch mit ein und die Fläche hier darunter. So, dann nehme ich die Folie, lege die über die Kugel und drücke sie so fest. So, die Seitenteile, was übersteht, kann ich einknicken. So, und dieses hier, wo noch nichts ist, da ergänze ich noch ein bisschen Alufolie drauf. Zunächst klebe ich hier unten eine Reihe Perlen auf. Dafür gebe ich hier einfach Klebstoff auf und drücke die Perlen dann daran. Das mache ich jetzt so nach und nach. Dann habe ich den ersten Rand sauber aufgeklebt. Die Perlen schneide ich hier an. Bevor ich das jetzt weiterklebe, gestalte ich erst den Kranz von der Unterseite. Also ich muss den mir gleich umdrehen. Und zwar wollte ich gerne aus diesen Tortenspitzen so kleine Blüten raffen. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Ich nehme diese Spitze, lege die so aufeinander, greife die hier so in der Mitte und knicke die so zusammen. Jede Blüte sieht anders aus. So. Das soll auch hier nachher, im Grunde wird das ein schöner Rand, wo man die einzelnen Blüten gar nicht erkennt. So, ich habe den Draht jetzt hier drum gewickelt, verzwirbel den noch und schneide den ab. Von diesen Teilen brauche ich jetzt einige.
So, jetzt drehe ich diese Halbkugel mal um. Sie sieht jetzt von unten so aus. Jetzt gebe ich hier den Klebstoff auf und setze die einzelnen Teile hier an. Das Äußere biege ich so ein bisschen nach unten. Das mache ich so rundherum. Der Kleber muss natürlich immer ein bisschen trocknen, damit es nicht verrutscht. So, ich zeige euch mal, wie das jetzt richtig aussieht. Bei dieser Kugel, Halbkugel, habe ich das jetzt nun schon fertig. Und jetzt ist mir beim Basteln eingefallen, das habe ich euch vorne beim Material nicht gesagt, wäre es sinnvoll, eine Pappe zu nehmen, die den Durchmesser der Kugel hat oder der Halbkugel hat. Denn es ist viel schöner, wenn das von unten dicht gemacht wird. Das heißt, ich trage hier vorne mal den Klebstoff auf. So. In der Mitte brauche ich das ja nicht. Und diesen Kreis setze ich jetzt in diese Lücke hinein. So, dann habe ich einen sauberen Abschluss von der Unterseite. Jetzt drehe ich diese Halbkugel mal um, die habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Und zwar habe ich hier die Perlengirlanden weiter immer in einer Reihe wieder aufgeklebt. Bei den ersten Perlen passt das immer so, wenn ich die so nehme, passt es gut, wenn ich die zweite Reihe so klebe, dass die Perlen so dazwischen kommen. Je höher ich komme, umso weniger Raum habe ich natürlich, da schiebe ich beim Kleben einfach diese Perlen enger zusammen. Ich habe das schon mal bis hier oben gemacht. Jetzt brauche ich diesen Rand nur noch kleben. Da muss ich mal eben schauen. Da habe ich die Perlen schon zugeschnitten. Das geht einfach so. Ich klebe hier oder trage hier den Klebstoff auf und schiebe die Perlen hier hinein. So. Jetzt kommt noch die Mitte. Also es entstehen viele Klebefäden, die ihr nachher natürlich absuchen solltet. Das ist immer mit so die blödste Arbeit. So, jetzt ist dies schon mal fertig. Jetzt nehme ich meinen schönen Vogel. Der bekommt unten am Bauch ein bisschen Klebstoff. Und den setze ich hier so mittig auf. Den finde ich nämlich ganz schön als Abschluss. Und die sind jetzt überall zu kaufen. Diesen habe ich bei Nanunana gekauft. So, dann habe ich hier die Perlen. Da habe ich immer das Krönchen abgemacht. Habe hier das mit Kleber bestrichen und habe in Abständen einfach die Kugeln da so aufgeklebt. So finde ich die Bastelarbeit ganz schön. Ich werde das Ganze nachher auf eine Tortenplatte setzen, weil ich dieses Werk als Tischdekoration haben möchte, obwohl ich es natürlich auch so aufsetzen könnte. Ich finde es so ganz schön. Wenn ihr noch weitere Bastelideen von mir kennenlernen möchtet, schaut einmal in meinen Kanal. Ansonsten könnt ihr meinen Kanal abonnieren, denn dann erfahrt ihr sofort, wenn ich ein neues Video ins Netz gestellt habe. Bis bald, eure Angelika Kipp.